Die Männer mit Herz, die guten Kerle, die zuverlässig sind, die für ihre Freunde und Familie da sein möchten, die nicht gerne einen Feind haben, die sagen, warum soll ich den Menschen hassen? Nee, das mache ich nicht. Die finden trotzdem einen Feind. Was glaubst du, wer der Feind ist? Das sind sie selber. Dann hassen sie sich selber und sagen, ich bin nicht gut genug, ich hab's wieder nicht hinbekommen. Oh Mann, wenn ich doch nur, wenn ich das könnte, ich hab einfach nicht das Zeug dazu. Vielleicht bin ich zu nett, vielleicht muss ich arschiger werden. All diese Selbstverurteilungen, die machst du stellvertretend dafür, weil du nicht diese Wut nach außen hin projizieren willst, weil du ein guter Kerl bist. Und da, Respekt dafür, das ist ja auch eine tolle Eigenschaft an dir. Aber die Wut, die du nicht nach außen projizieren möchtest, die projizierst du jetzt nach innen, ohne dich zur Veränderung zu entscheiden. Das ist einfach, damit spielst du allen anderen in die Karten. Weil dann hast du ja doch jemanden. Dann hast du denselben Menschen, den irgendjemand anders gerade hasst, nämlich dich. Toll, Gratulation. Wir sind wieder in der Angst, wir sind wieder im Hass. Jemand muss diese Hass-Angst-Kette unterbrechen. Und wer soll da nicht ins Spiel kommen, wenn nicht du, der gerade diesen Podcast hörst? Ich habe es heute den Männern in der Flirt-Masterclass gesagt, weil einer der Männer dort hat eine Frau kennengelernt, die ihm jetzt einfach nicht mehr antwortet. Und es macht ihn verrückt, er ist total verwirrt. Und er denkt sich, okay, soll ich sie jetzt ignorieren oder soll ich doch nochmal Kontakt suchen? Und er macht sich so verrückt, weil er denkt, er wäre der Schuldige. Aber wer kennt das nicht? Die Schuld dann auf dich zu nehmen, zu sagen, ich war wahrscheinlich zu langweilig, ich war nicht interessant genug. Was muss ich denn machen, um interessanter zu werden? Und die Lösung für solche Dinge ist nicht, dass du dich so ständig fertig machst. Sie ist definitiv auch nicht, dass du andere dafür fertig machst. Du kannst diese Wut definitiv nutzen, aber nutz sie, um dich zu einem besseren Ort zu torpedieren. Nicht, um dich noch mehr fertig zu machen. Ja, du kannst dir ruhig sagen, schau mal, wir haben jeder im 21. Jahrhundert erlebt durch die Medien, sofern sie Medienzugang haben, eine Welt, wo wir quasi alles bekommen können, was wir wollen. Wir sehen auf Instagram, wir sehen auf den Netflix-Serien. Selbst wenn du keinen Netflix-Account hast und du nutzt auch nicht Instagram, du läufst durch die Straße, du siehst Schaufenster, du siehst Poster, du siehst die Schönen und Reichen und alles, was glitzert und toll aussieht. Wir sehen nonstop, wie toll das Leben sein könnte und wir werden daran erinnert, dass wir das nicht haben. Und dass es doch toll wäre, wenn wir das hätten. Das heißt, wir sind ständig im Mangel. Wir sind ständig im, oh Mann, ich habe nicht das, was andere haben. Und die Lösung aus diesem Mangel heraus, die ganze Zeit im Mangel zu sein und dann auch noch zu sagen, ja, ich bin nicht gut genug, offensichtlich habe ich das alles nicht. Die Lösung dafür ist, dass du dir sagst und nicht nur als Affirmation für dich, sondern auch realisierst, dass die Veränderung nicht dort anfängt, wo du dich oder andere fertig machst, sondern dass du das, was du gerne hättest, anderen gibst. Das heißt, wenn du dich im Mangel fühlst, weil du sagst, ich habe wieder nicht genug Geld verdient in meinem Job zum Beispiel, dann ist das Beste, was du tun kannst, dass du anderen dabei hilfst, dass sie in ihrem Job vorwärts kommen. Dass du zum Beispiel hilfst, wie sie einen besseren Job machen können. Wenn du anderen hilfst, hilfst du dir damit selber. Wenn du Angst hast, eine Frau zu verlieren, weil sie sich zurückzieht, ja, dann red doch mal mit anderen Männern, die das auch schon mal erlebt haben und find heraus, was du für sie tun kannst, wie du sie unterstützen kannst, wie du ihnen mehr Mut, mehr Stärke geben kannst, damit sie sich nicht verrückt machen, damit sie realisieren, wie viel wert sie eigentlich sind, um dann im Umkehrschluss irgendwann selber zu realisieren, verdammt, ich habe so viel zu geben, so viel Liebe, so viel Selbstvertrauen für andere, vielleicht habe ich das ja doch. Und dann ist es nicht einfach nur eine Affirmation, sondern du realisierst es. Du realisierst, ich gehöre gar nicht zu denjenigen, die immer nur am unteren Ende der Reaktionskette sind. Ich bin am Anfang der Reaktionskette. Ich kann einen Unterschied machen. Und ich mache diesen Unterschied bei anderen. Wie groß wird der dann wohl bei mir sein? Und du realisierst die eigentliche Macht, die du hast. Dann kommt der Moment, wo diese Entscheidung, über die ich geredet habe, für dich gar nicht mehr wie so ein Riesenberg erscheint, den du erklimmen musst. Weil du hast es ja schon tausendmal bewiesen. Stellvertretend bei anderen hast du dafür gesorgt, dass sie stolz auf sich sein können. Dass sie mehr Selbstvertrauen haben dürfen. Einer der treibenden Gründe, warum ich das mache, persönlich hier, mein Job, um Männern dabei zu helfen, mehr Frauen zu entdecken, zu verführen und entlang der Reise die richtige zu finden. Weil es mir einfach unglaublich viel Freude gibt, bei anderen zu sehen, dass sie das geschafft haben.
Das gibt mir so viel Lebensenergie. Und ich kann dir nur aus ganzem Herzen nicht nur empfehlen, sondern dich dahin pushen, drängen, bewegen, hinkloppen von mir aus, wenn du das brauchst, dass du diese Realisation auch machst. Und dass diese ganzen alten Bilder, die wir haben, von wie man einer Frau den Hof macht, dass die Frauen verehren und ihnen Komplimente machen und dass du ein Gentleman bist und ihnen die Tür aufhältst und dass du sie beschützt, wenn es irgendeinen Grund gibt, sie zu beschützen, dass all das tolle Eigenschaften sind, die wir nicht verteufeln sollten, sondern die es zu realisieren gilt, dass du das nur machen kannst, wenn du selber aus einer Position der Stärke herauskommst. Das heißt, bring andere dahin, mutiger zu sein, selbstbewusster zu sein. Du wirst dadurch mutiger, selbstbewusster und aus dieser Kraft heraus kannst du einer Frau dann auch einfach mal frei Schnauze sagen, boah, ich finde dich übrigens absolut umwerfend. Warum waren wir zwei noch nicht auf einem Date? Weil sie spürt, dass du keine Angst hast. Das ist das Kraftvolle. Sie spürt die Energie dahinter, die du dir erarbeitet hast. Ich will dich da auch nicht verarschen. Das ist Arbeit. Das ist Arbeit. Ja, es gibt kein hier, schnell einfach mal selbstbewusster werden, fix. Das ist nachhaltige Arbeit, die du an dir machen musst. Und wir haben diese Arbeit gemacht. Wir machen sie jeden Tag bei den Männern, die in der Flirt-Masterclass sind. Wir sehen die Resultate nicht, weil wir ihnen irgendeine magische Pille gegeben haben, sondern weil wir einen Leitfaden entwickelt haben, wo wir wissen, dass durch tausende von verschiedenen Erfahrungen, die da schon durchgelaufen sind, wo genau der Moment ist, wo du jetzt ein bisschen langsamer machen musst, wo du jetzt mal Gas geben darfst, wo du jetzt einen Ratgeber brauchst, wo du jetzt jemanden brauchst, der dich unterstützt, wo du jetzt wahrscheinlich keine Ahnung hast, was du sagen sollst oder wie du es sagen sollst und dort Schritt für Schritt einfach Erfolge erzielst, damit du Schritt für Schritt selbstbewusster wirst. Und das ist dann echt nachhaltig. Erwarte nicht, dass, okay, hier, die meisten Leute, neues Jahr, Silvester, lass uns irgendwelche Vorsätze machen. Und was machen sie? Sie machen sich Vorsätze und wir sehen es an den, die Geschichten, die hast du schon 100-mal gehört, deswegen will ich da gar nicht so sehr drüber reden, aber nochmal, um den Punkt zu untermalen, die Mitgliedschaften um Januar und Februar in den Fitnessstudios, die sind immer am höchsten und danach kommen die ganzen Stornierungen. Ja, Januar, Februar, da sind alle toll motiviert, lass mich was machen, ich werde es endlich machen. Aber sie glauben nicht, dass das eine langfristige Lösung ist. Sie denken, es wäre ein kurzfristiger Fix. Ja, ich gehe dahin, bin jetzt motiviert, ich mache das ein paar Mal. Nee, das ist eine Lebensentscheidung. Entweder du gehörst zur Lösung oder du gehörst zum Problem. Und du gehörst nur dann zur Lösung, wenn du anfängst, für andere die Lösung zu sein, für andere die Stärke aufzubringen, für andere den Mut aufzubringen, für andere das Selbstbewusstsein nach außen zu tragen, damit sie ein besseres Leben haben. Denn ich sag dir was, wenn du diesen Kreislauf einmal veränderst und andere fangen an, glücklicher zu sein, stolzer auf sich zu sein, mehr Liebe zu transportieren, andere wiederum mit mehr Liebe anzustecken, dann sind wir in einem anderen Kreislauf, mein Freund. Dann sind wir nicht mehr im Kreislauf der Angst. Und das kannst du in diesem Mikrokosmos, in dem du lebst, bei deinen Freunden, bei deinen Angestellten oder deinen Kollegen, bei deinen Mitkommilitonen, bei deiner Familie oder bei deiner Frau. Das kannst du jetzt schon beginnen. Und du wirst in diesem Mikrokosmos, das garantiere ich dir, Resultate sehen, die dich dann wieder vorwärts treiben.